Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 5. Wir stehen immer noch vor dieser magischen Tür. Und diesen Diamanten. Oh. Soll eine Sonne sein, oder? Ja, glaub schon. Kannst du da überhaupt vorbei? Ich habe untersuchen gedrückt. Was denn? Vorbei? Kannst du da überhaupt vorbei? Oh Gott, was das ist sieht das? Sieht nach einem Rätsel aus. Bisschen. Das sieht geil aus. Hey, erinnert mich an Portal. Portal? Ja. Du hast Portal doch noch nicht mal gespielt. Ja, aber ich habe Let's Play. Du hast das beste Spiel der letzten Jahre nicht gespielt. Ja, ich habe Let's Plays geschaut. Hey, tut es weh, wenn man da reinläuft. Wir müssen auf jeden Fall dieses Ding hier irgendwie Wie verschiebt man die denn überhaupt? Oh, pass auf. Du, stirbst du davon? Oh. Oh mein Gott, man stirbt davon. Oh. Ja, das ist ja ein toller Anfang. Ich wollte nur wissen, ob man davon stirbt. Ja, offensichtlich. Mhm. Wie in Portal. Okay, ich hab fertig gedrückt. Oder möchtest du noch was machen? Warte. Ich möchte nur noch ein Heilungsding kaufen. Alles verkaufen. Ups. Ein Granatenwerfer. Ich tue mir auch mal einen Granatenwerfer mal aus der Tasche, glaube ich. Wie viel Geld habe ich denn jetzt? 13.000. Ich tue noch kurz verbessern. Kaufen. Ich will Erste Hilfe Spray. Ja. Okay. Verwalten. Okay. Zack. Fertig. Ich bin auch bereit. Okay, auf geht's. Jetzt bitte nicht in die Strahlen laufen, bitte. Danke. Achso, nee, das ist noch gar nicht der Raum. Nee, das ist noch der Raum davor. Wir müssen noch mal zur Tür runter. Aber das ist doch keine lebende Spinne. Doch, die lebt. Doch, die lebt. Ich bin einfach über sie gestampft. Hey. Habe ich sie getreten? Habe ich sie platt gemacht? Nee, ne? Die ist aber auf Seite. Oh. Weil ich so mächtig bin. Ja, weil du es weggeschoben hast. So, wir haben das schon mal gesehen, bitte. Okay. So, wie verschieben wir denn diese Dinger? Oder können wir die anschießen oder so? Nee. Können wir da durchlaufen? Oh, ich dachte, du wärst schon wieder ein Strahler. Nein. Okay, hier kann man aber so ein bisschen durch die Strahlen durch, aber man kommt trotzdem nirgends hin, oder? Wir müssen irgendwo mal einen Strahl... Hey, hier hat's was. Jetzt, guck mal. Das Ding, pass auf, wie du es drehst. Oh, nicht mich töten damit. Okay, das... Nee. Zu weit, oder? Autsch! Wieso springen diese Strahlen eigentlich so komisch durch den Raum, oder? Weil die reflektiert werden. Oh mein Gott, du hast mich umgebracht. Hier nicht mit Absicht. Wieder. Ja, warum gehst du nicht irgendwo eine Ecke hin oder so? Ja, weil ich nicht wusste, dass die Strahlen wild durch den Raum springen. Ja, logisches Denken. Mann. Ja, genau. Ja. Ach, Manno. Bleib einfach immer. Komm, blöde Videosequenz. Kann man die nicht wegdrücken? Nee, kann man nicht. Doch. Aber wo soll ich mich denn in dem Raum da schützen? Ich schimmel die arme Spinne weg. Ja, hab ich jetzt auch. Die arme. Du hast sie vorhin getötet. Ja, und? So, vorsichtig. Wo soll man sich denn hier in Deckung begeben? Achso, hier. Was? Achso, soll ich das jetzt machen? Kann man diese denn auch drehen? Ja, die kann man auch drehen. Hm. Dann lass uns doch erstmal logisch nachdenken. Wir können ja vorbeigehen. Okay. Warte mal. Wo sollen wir überhaupt hin? Wir müssen das Ding wissen. Wir müssen das Ding treffen hier, oder? Welches? Das da? Das da? Ich glaube, das müssen wir treffen. Ja, stimmt. Okay, warte. Müssten wir dann nicht nur einfach diesen Strahl hier umdrehen? Geht, glaub nicht, dahin. Meinst du nicht? Soll ich mal ausprobieren? Pass auf. Oh Gott, warte. Ist in Deckung? Komm mal, ich guck erstmal, ob du in Sicherheit bist. Das hat geklappt. Das war aber doch nicht das Rätsels Lösung. Hm. Und jetzt? Das brennt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hin sollen, ehrlich gesagt. Sieht auch aus irgendwie wie so ein Druckfeld. Müssen wir. Nee, da oben kann man das. Nach unten. Das ist ein Fahrstuhl, der geht jetzt. Das war das Rätsel. Wirklich. Oh, was muss ich denn jetzt machen? Ah, nach unten. Dich dazustellen. Wow. Das war das Rätsel. Wow. Oh, okay, jetzt kommt. Jetzt wird es schwieriger wahrscheinlich. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Wohin? Dahin. Oh. Denk dran, nicht einfach an Sachen rumdrehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall dieses Ding hier drehen, oder? Ja. Dreh es mal nach links, oder? Ich kann es nicht drehen. Das kann man nicht drehen. Stimmt. Wir müssen dieses Ding irgendwie runterkriegen. Aber wie soll das gehen? Hm. Irgendwo nach einem Knopf suchen oder so. Sehr aber kein. Das passiert ja auch einfach, wenn man irgendwas dreht, auch was mit den anderen Sachen. Hast du was? Oh, achso. Die drehen sich auch alle sofort zurück, wenn man die dreht. Echt? Ja. Och Mann, wie kriegt man denn das Ding hier runter? Das hat er sich nicht weggedreht. Umstoßen. Oh nein, jetzt stehe ich aber doch im Strahl. Nein! Das war so doof. Ich stand an der falschen Seite. Oh nee. Chris,
warum bist du so da? Nein. Ey. Ich bin nicht der, der einfach so in den Schrank ist. Hey. Ich war nur neugierig. Ich bin auch nicht der, wo der Laserpointer durch den Kopf ging. Aber wenigstens sind wir noch hier unten. So, Achtung. Jetzt stoße ich ihn richtig um. So. Okay. Oh ne, jetzt bin ich hier. Achso, man kann da drum rumlaufen. Müssen wir das Ding hier drehen? Nee, warte, nee, es geht nicht. Es geht ja nur. Doch, das geht. Nee, das geht aber nicht in solchen Facetten, weißt du? Es geht nur in rechten Winkeln. Ja, aber man kann es drehen. Schon, aber das bringt uns erstmal nichts. Warte. Wir müssen das auf den hier drehen. Warte, bist du in Sicherheit? Bist du in Sicherheit? Warte. Man kann auch das hier drehen. Nee, aber ich glaube, das bringt nichts, weil das rechtwinklig ist. Ja, dann mach. Aber dieses Ding bringt uns nämlich. Was? Ich stand dahinter. Oh mein Gott, das ist so ätzend. Warum hast du mich trotzdem getroffen? Ich stand dahinter. Ich weiß es nicht. Ich bin halt präzise. Schipper. Triffst immer dein Ziel. Ja. Okay. Nein, natürlich nicht. Ich habe dich aus Versehen getroffen. Es tut mir leid, aber du standest vielleicht auch einfach nicht sicher genug da in der Ecke. Du könntest dich auch hinter mich stellen. Vielleicht bringt das was. Ich stelle mich einfach hinter dem Ding hier. Okay, bist du bereit? Yep. Ich drehe. Okay, passt. Und jetzt müssen wir das da hinten. Das Ding. Ja, warte, okay, ich verstecke mich wieder. Schwer sind die Rätsel wirklich nicht. Bist du versteckt? Yep. Okay. Ist aber echt voll fies, dass man den anderen locker damit umbringen kann. Okay, jetzt müssen wir nur noch das Ding da umstoßen, haben schon gelöst. Du machst. Ich? Wieso muss ich eigentlich alles hier machen? Weil ich mich in Sicherheit vor dir bringen. Vor den dir bringen muss. Hey, der Fahrstuhl ist fertig. Kommst du? Batman. Ist noch so ein Rätsel? Ja, es kommt noch so ein Rätsel. Die sind auch überhaupt nicht anspruchsvoll. Okay, hier liegt eine Kiste. Kiste. Nichts drin. Das ist eine Falle. Verdammt. Oh. Oh, schön, haben auch direkt bewusst. Ich nehme die rechts. Warte, ich werf Granaten. Also habe ich die so. Ich dumm. Wow, okay. So macht man das. Da ist eine große Spinne bei, die hat irgendwie sowas an sich hängen. Siehst du das? Oh, ich will dir helfen. Okay, hab. Danke. Wo ist da eine große Spinne? Eben war hier so eine große. Echt? Hey, hier liegt Munition für dich, da drüben. Hier liegt Pistolenmunition, da wo ich war. Guck mal, hier liegt Munition für dich. Ja. Vorsichtig. Okay, wo müssen wir denn hin überhaupt? Deine Pistolenmunition liegt immer noch hier rum. Müssen wir auf die Statue mit dem Strahl? Deine Pistolenmunition, Linus! Ja, okay, ich komme. Oh, ich steck. Zack. Wo müssen wir hin? Wir müssen doch auf die Statue, oder reicht es dann nicht, dieses Ding hier zu drehen und dann hat man's? Oder bin ich blöd? Nee, das reicht nicht. Ja, man muss vielleicht auf das hier. Stimmt, man muss auf das Ding ja kommen, ne? Was? Stimmt. Oder auf das hier. Warte, bist du in Sicherheit? Warte mal kurz. Okay, ich warte. Okay, nee, das reicht nicht. Oder obwohl, wenn du das hier hin machst. Von dem dagegen und dann haben wir schon. Achtung, ich drehe, ne? Ja. Zack. Jetzt den da vorne noch. Mist, jetzt kommen wir da gar nicht hin. Warte, ich drehe nochmal weg. Geh nochmal in Sicherheit. Das Haus. Und dann laufe ich dahin. Warte, ich laufe dann hinter den hier. Okay, ich drehe. Ja. Okay. Dann jetzt den da. Das sieht so aus der Deckung wieder rauskommt. Bist du in Sicherheit? Ja. Wo muss ich denn jetzt hin? Nach rechts einfach. Okay. Ja. Sehr gut. Oh, ach, auf die Statue. Nicht auf die. Ah, ich dachte auf die Tür. Okay. Oh, das ist ein Skarabäus, nur ein goldener. Irgendwie bekannt vor. Ja, ich weiß sogar woher. So eine Amnesia Custom Story. Oh, komm schon. Da. Okay. Gold. Pistolen, Munition. Aber sonst ist hier irgendwie nichts. Da drüben hat es ja auch noch. Es hat noch zwei andere Türen, die sich geöffnet haben. Pass auf, es gibt Fallen hier. Wenn man Truhen öffnet anscheinend. Hast du den Skarabäus schon? Nee. Pass auf. Oh, haben die dich gebissen? Schlange, ja. Ei. Ich hasse ja Schlangen in echt. Also wenn ich eine Schlange sehe, hätte ich richtig Angst. Ja, genau. Da steht eine Schlange hinter dir. Mach, ich kann das ab. Ja, die beißt dich gleich. Mach nichts. Ich will ein bisschen Geld. Das ist Pistolenmunition. Ich frag mich zwar, wer die da drin versteckt hat, aber ich nehme sie einfach mal mit. Noch ein bisschen Gold. Ich nehme jetzt mal den Götzen. Okay. Da ist schon eine Schlange. Verschwendest vor Munition. Eyebrown. Warst du schon hier drin? Wo? Nee. Ah, okay. Verschwendest Schlange. Ach, hier ist wieder so eine.
Ah, jetzt müssen wir das hier drauf leiten. Oder kommen wir von hier? Nee, hier kommen wir her, oder? Nee, wir sind doch mit dem Fahrstuhl runtergekommen. Ja, dann muss es da runter. Müssen wir das dahin leiten. Dann müssen wir das Ding in der Mitte drehen. Nee, warte mal. Doch, das Ding in der Mitte. Nee, das können wir ja gar nicht so drehen. Nicht? Doch, klar. Nee, wir müssen das irgendwie wegschieben. Klar. Weißt du, was ich meine? Oh, pass auf! Ja, geh in Deckung. Okay, ich finde Deckung. Na, das ist schon lange. Das geht tatsächlich? Okay. Ja. Okay. Guck, dann können wir damit jetzt hochfahren, aber pass auf. Ich komme nicht raus. Doch, rechts rum müsste gehen. Nee. Oh. Da musst du eins nochmal wegmachen. Okay. Bist du in Deckung? Ich drehe da mal eines. Ja. Dreh das hier vorne. Okay, warte. Ich weiß nicht, ob ich so in Deckung. Warte. Bist denn du? Nee, du bist nicht in Deckung. Hm. Bisschen nach. Genau. Nee, noch ein bisschen nach links wieder. Rechts meine ich. Von dir aus. So? Noch ein Stück. So? Noch ein ganz kleines Stück. Okay. So, jetzt kannst du raus. Aber wie dreht man? Achso, du musst ja nur das drehen. Bist du in Deckung? Ja, nach rechts drehen, aber okay. Ja, ja. Okay. Oh, da bist du. Ja. Dum, 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 dum. So, ich hoffe, das war jetzt auch das letzte Rätsel. Besonders anspruchsvoll und spannend sind die nicht. Oh, wir kommen nach. Oh. Oh, Bossfight? Das sieht aus wie ein Bossfight. Das hört mich voll an, Fluch der Karibik. Ja, so ein bisschen. Mhm. Weiß es nicht. Ich erinnere es an Shadows of the Damned. Tatsächlich auch. Was vom gleichen Entwickler ist. Macht voll die schöne Atmosphäre kaputt. Ja, ein bisschen. Aber das haben wir schon die ganze Zeit immer gemacht. Ja. Denn so wirklich ernst nehmen tun wir das Spiel offensichtlich nicht. Aber ist ja auch voll die schöne. Jetzt habe ich schon wieder die Resident Evil Fans. Oh, nein. Tut mir leid. Ich habe was gesehen. Adlerauge. Ja, ich weiß. Seine Augen sehen auch so klar aus. Oh, was haben wir da? Umbrella. Zeichen. So. Oh mein Gott. Warum sind wir überhaupt hier, wenn wir hier Umbrella nicht vermuten? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn, oder? Warum sind wir jetzt überrascht? Wir suchen noch die einen. Ach, keine Ahnung, was wir hier machen. Das ist diesen Irving, glaube ich, der Waffen verkauft, oder? Oder haben wir den nicht vorhin getötet? War das nicht der? Egal. Ich weiß nicht. Wir haben das Kapitel abgeschlossen und das passt doch eigentlich ganz gut. Oh, wieso war ich so schlecht diesmal? Hey, wir sind schon bei 4-2. Oh, ja, was kommt aber noch? Sie können die Akte Nitipaya im Archiv ansehen. Nitipaya. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Yip, yip, und bis zum nächsten Mal. Ja, genau. Ciao. Tschüss.